Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir immer gleich. Ja, es ist mal wieder Daily Shop News Time. Aber wie immer fangen wir erstmal an mit Kommentaren. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Welche Serie hat eurer Meinung nach die stärksten Karten? Characters, Mythic Characters. Ja, dann lass uns doch einfach mal ganz kurz ins Deck schauen. Und dann können wir doch mal einen Blick drauf werfen, was ich hier momentan drin habe. Ich habe hier aktuell, also in meinem zweiten Account, zwei Quad-Fused Benders, einen Bob, also Futurama Bob's Burgers, dann haben wir King of the Hill, einen Bobby, dann haben wir hier den Eugene Belcher. Dann haben wir wieder Hank Hill, Louise, Peter, Fry, Roger. Also ich habe alles querbeet gemixt. Ja. Mit zu den stärksten Charakteren, sage ich mal, zähle ich beispielsweise. Es kommt drauf an. Also der Bob ist halt. Bender ist auf der einen Seite ganz gut zum Heilen. Kann aber auch eben mit der Bending School Grad ziemlich aggressiv angreifen. Der Bob ist eher auch ein Angriffscharakter, sage ich mal. Wobei es gibt, der kannst du auch zur Defensive benutzen, ja. Sehr, sehr effektiv. Bobby ist natürlich mit Devil Bobby ein richtig krasses Teil, ja, und gibt es auch noch ein paar andere sehr, sehr starke Kombis. Jealous Bobby beispielsweise momentan. Sehr gut. Eugene Belcher ist auch ziemlich nice, muss man sagen. Ja, Hank Hill. Also ich kann eigentlich aktuell überhaupt nicht so wirklich sagen, welche Serie am stärksten ist. Wir könnten ja mal ganz kurz hier durchfiltern. American Dad, was haben wir da? Wenn wir filtern, wenn wir auf Fletchy. Mythic brauche ich ja nicht zu machen. Klar, der Roger. Steve Smith. Habe ich noch hier? Bob's Burgers, Eugene Belcher, Tina. Die sind beide natürlich schon ziemlich stark. Ne? Family Guy. Habe ich hier unten sonst nichts mehr drin? Peter halt. Ne? Futurama, klar. Jamie Wong. King of the Hill. Bobby halt, ne? Ja. Ja, ist schwer zu sagen. Ist wirklich schwer zu sagen. Gehen wir mal in die Mythics rein. Da habe ich momentan ja hier Bob und Louise. Die Lila ist halt mega stark. Haley ist ziemlich stark. Dr. Zoidberg ist brutal. Professor Farnsworth kann ich im Moment nicht so richtig beurteilen. Stan ist relativ gut. American Dad. Also sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Weißt du? Deswegen, ich sag mal so, ich gehe da nicht auf eine spezielle Serie, sondern ich mix das gerade so, wie die Kombos am besten zusammenpassen. Ich baue mir das Deck so zusammen, dass ich versuche, möglichst viele starke Kombos parallel setzen zu können. Mir bringt es nichts, wenn ich jetzt irgendeine Karte drin habe, die mir nur eine starke Kombo raushaut. Lohnt sich nicht. Ja. Lohnt sich auch nicht, irgendwo eine Support-Karte im Deck zu haben, die nur für einen Charakter gut ist. Also wenn, dann musst du schon irgendwas haben, was sich querbeet mit allen anderen Sachen auch relativ gut kombinieren lässt, und dann wird es erst interessant. Ne? So, deswegen mein Favorite, sage ich mal,
Ist Family Guy Peter? Also Family Guy ist, finde ich, ziemlich stark. Futurama ist momentan, also auch allein durch den Mythic Zoidberg und Bender. Und Dr. Amy Wong ist auch ziemlich stark. Und Professor Farnsworth kann ich im Moment noch nicht so richtig beurteilen. King of the Hill. King of the Hill ist mega stark, ja. Bobby und Hank sind richtig krass, ja. Also, das sind eigentlich, sage ich mal, mit die drei Favorites von mir. Aber ich kann mich da wirklich nicht festlegen, ja. Wobei halt, ja. King of the Hill ist schon krass. Auf jeden Fall. Jo, dann gehen wir mal in den nächsten Kommentar rein. Der ist dann auch von Maxi Max wieder. Hoffe, es geht dir besser wegen der Lasertag-Sache. Ja gut, also ich habe heute auch noch ein paar Mal Probleme bekommen. Allerdings nicht so stark wie gestern. Das ging gestern ja auch bis spät in die Nacht hinein. War schon relativ krass. Man muss natürlich dazu sagen, das ist bei mir eine Ausnahme. Also das ist jetzt kein Standard, sondern das ist bei mir eine Ausnahme. Ich bin halt wirklich Hardcore-Allergiker. Ja, beide Elternteile waren krasse Allergiker und ich hab da die volle Dröhnung abbekommen. Als der Herr sofort gerade auf dem Weg gewesen ist, da hatte ich einen Allergieschock. Also das war richtig krass. Ich war an dem Tag erkältet, also an einem Tag, der war natürlich nicht, als er sofort auf die Welt gekommen ist, sondern da war er noch unterwegs. Ja, und da war ich erkältet und hatte eine leichte, meiner Meinung nach eine leichte Grippe und lag da im Bett und habe mich halt echt komisch gefühlt. Also es ist halt nichts Außergewöhnliches, wenn du halt eine Grippe hast, ja, fühlt sich halt warm, ne, und habe halt gedacht, ja, ich glühe irgendwie. Und ja, und dann plötzlich hieß es, ja, wie schaust denn du aus? Ja, also habe ich so auf meinen Arm geguckt und war halt relativ rot und dann hatte ich so weiße Flecken und die Flecken, das waren Blasen gewesen. Also hat mein ganzer Körper schon angefangen, Blasen zu schlagen. Ja, und musste sofort ein Notarzt geholt werden. Dann auch schon irgendwie gemerkt, dass ich bei mir der Hals zugezogen hatte und hab dann auch relativ wenig Luft bekommen. Als dann der Notarzt kam, waren die ganzen Stimmen um mich herum, die waren total weit weg. Also es war so ein bisschen schallend und total weit weg. Und da hat mir dann da eine Spritze erstmal reingehauen und bin ich mit Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen. Und gesagt, ein paar Minuten später wäre ich dann schon weg gewesen. Ja, da wäre der Herr sofort ohne mich groß geworden, ohne Papa, und dann hätten wir den Kanal hier nicht. Also, das war ein absoluter Notfall und das war dann eine Kreuzallergie, die sie nicht so richtig einordnen konnten aus verschiedenen Sachen. Also, ich wurde getestet auf alles Einzelne, was ich da zu mir genommen habe an dem Tag und habe halt auf nichts angeschlagen davon. Gar nichts. Ja, das war richtig krass. Und dann haben die gesagt, ja, da gibt's halt eine Möglichkeit, wir können dich halt ins Krankenhaus bringen und dann bist du da ein paar Tage und dann wirst du halt, ja, vollgepumpt mit allem Querbeet. Und dann gucken wir mal, worauf du reagierst. Ja, und ich dachte, scheiße, habe ich aber keinen Bock drauf. Erstens wenig Zeit dafür, keinen Nerv dafür und drittens möchte ich nicht mit allem möglichen Scheißdreck vollgepumpt werden, um dann festzustellen, was ich habe, ja. Weiß bis heute nicht, was das damals gewesen ist. Also, habe das auch in der Form zum Glück nie wieder gehabt. Das war dann nur ein einziges Mal gewesen. Aber bin halt Hardcore-Allergiker und das hat man halt in der Situation, habe ich das dann halt auch zu spüren bekommen. Und naja, was willst du machen? Es ist halt so, wie es ist. Es ist ja nochmal gut ausgegangen und mir geht es inzwischen wieder besser. Insofern alles in Ordnung. Ja. Jo, dann gehen wir jetzt aber mal eigentlich zu dem Ding, was wir machen wollten. Wir haben jetzt hier, gehen wir in die Mom's Old Fashioned Mystery Box. Ist das Dewey drin? Nach wie vor? Wie lange ist denn er jetzt noch da?
Noch ein Tag und 5 Stunden, okay? Ja, finde ich jetzt, wie gesagt, nicht ganz so prickelnd. Gehen wir mal in den Shop rein, was es da Neues gibt. Boomhauer wurde auch schon gefragt, bei uns in Gilde 2. Lohnt sich der Boomhauer? Ich finde nein. Okay, gehen die Meinungen vielleicht auseinander, aber ich bin der Meinung, wenn man in den Boomhauer reinguckt. Gut, jetzt hier dieser Crack Addicted Fish, der ist ganz gut. Lass uns mal ganz kurz die Kombos durchschauen, was es da so alles gibt. Oh, Softball-Boomhauer ist auch nicht schlecht, okay. Ja, aber vielleicht täusche ich mich hier. Zwei Kombos, die ersten zwei Kombos sind schon ziemlich stark. Honey Bucket Student auch verhältnismäßig stark. Beer Bottle Toast. Okay, also der Boomhauer hier in Mythic. Ist schon eine Haut. Ja, natürlich der Hatchet Boomhauer, der ist natürlich krass. Hatchet Boomhauer ist echt mega krass. Also der. Ist heftig, muss ich echt sagen. Also hier hätten wir jetzt den River Burnt. Und jetzt geht's halt los. Also River Burnt, okay. Also jetzt haben wir halt die Sachen, die dann nicht mehr ganz so toll sind. Ne? Gut, hier diesen Banjo Boomhauer finde ich nicht wirklich prickelnd. Dann hier dieses Gürteltier. Ist auch nicht wirklich toll. Pantomime Boomhauer. Umpower. Gut, der QB Boomhauer ist krass. QB Boomhauer ist natürlich auch wieder krass. Sportkarten. Aber dann hier Pacecar-Fahrer. Ja gut, aber wir hatten auch eine Autokarte. Autokarte macht auch keinen Sinn. Ne? Vincent Van Boomhauer. Ah, okay, 13-fach Cripple ist natürlich. Cripple All ist natürlich schon geil. Ja. Aber ja, okay, ich muss es ein bisschen revidieren, was ich bis jetzt über den Mythic Boomhauer gesagt habe. Der ist schon echt gut. Also nicht schlecht, ja. Naja, gehen wir mal weiter hier. Klar, nach wie vor die Kleptobox am Start. Können wir ganz kurz hier durchgehen. Hatte ich ja schon in einem anderen Video vorgestellt. Dann haben wir hier Lois Griffin, habe ich auch in einem anderen Video bereits vorgestellt. Da gehen wir einfach mal in die Meisterschaft jetzt rein. Die erste Combo sollte jeder von euch natürlich kennen. Ja, das müsste jedem von euch ein Begriff sein. Das ist der Dolphin Rider Peter. Und der Dolphin Rider Peter ist natürlich, es ist die Combo gewesen, die wir als allererstes geschenkt bekommen haben von Kongregate, als diese Combo Mastery überhaupt erstmal rausgekommen ist. Schauen wir mal für diejenigen, die jetzt damit noch nicht so viel anfangen können, schauen wir da mal ganz kurz hier rein, was das Ding kann. Ist schon eine nice Karte, aber ihr kennt mich ja, wie ich bin, wie ich ticke. Ist jetzt keine rein Erbobei. Ist schon nicht schlecht, nicht? Ist schon nicht schlecht. Also, wenn wir da mal reinklicken hier, sehen wir da jetzt nicht. Ja. Ah, ich spiele sie eher selten. Ich habe es auch schon gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch schon gespielt, aber ich spiele sie eher selten. Jetzt 500 Gems dafür nochmal auszugeben, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so mein Ding hier, ne? Das ist nicht so mein Ding. So, dann gehen wir mal. Machen wir die nächste rein. Nächste, ups. Was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich doch gar nicht. Da. Der Tennisball Brian. Und auch hier wiederum, lass uns mal da schauen. Tennisball Brian, das ist der hier. Und da haben wir das mit Spielzeugkarten. Ja, hier ein Rupert. Mein Gott, wann habe ich das letzte Mal ein Rupert gespielt? Aber 500 Gems dafür auszugeben, lohnt sich auch nicht so wirklich. Also. Jo, ist nicht gerade eine. Hier kommt eine Combo, die ich schon ganz gerne mal spiele. Das ist eine meiner Lieblingskombos, kann ich jetzt nicht sagen, aber die gehört auf jeden Fall zu einer meiner Favorite Combos. Das ist, ich bin ja noch im Falschen drin. Das ist der Chosen Brian Fry. Ja.
Gucken wir mal da rein, was der so kann. Das ist halt ein ziemlich defensiver. Ne? Hat hier Revanche und da Leech. Und wenn man den hier mit so einem Principal Shepherd spielt, dann ist er schon ziemlich effektiv. Ne? Also auf jeden Fall eine ziemlich nice Combo. Und spiele ich auch mal, falls wirklich absolut notwendig, zwingend notwendig. Wenn ich eventuell, sage ich mal, noch Leben heilen will, gerade in einem Rumble-Match oder so. Und dann kann es auch nochmal sein, dass ich den hier reinhaue. Ja, aber jetzt die 1000 Steine gebe ich nicht dafür aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich nicht. Da warte ich nach wie vor. Das ist mir zu wertvoll. Da warte ich nach wie vor dann auf andere Kombos, die auch wieder kommen werden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist jetzt kein Josen Ryan Fry. Und dann haben wir hier nochmal eine Kombo, die ich so selbst noch nicht so wirklich gesehen habe. Habe ich auch noch nie gespielt. Noch nie gespielt und auch noch nie gesehen. Bed and Breakfast. Eine Linda. Hier sowieso eher weniger gespielt wird. Und Restaurantkarten. Auch Restaurantkarten jetzt nicht so der Bringer. Und wie ihr seht hier, Bob's Burgers, das ist auch, also macht keinen Sinn. Diese Combo macht keinen Sinn. Schau mal, guck hier, dreifach Cripple All. Das ist Käse. Bed and Breakfast, also ganz, ganz schlechte Combo. Kann man nichts mit, also kann ich gar nichts mit anfangen. Und ihr solltet auch, solltet ihr irgendwelche Restaurantkarten noch im Deck haben, ja, trennt euch von den Dingern. Das lohnt sich nicht. Restaurantkarten lohnen sich nicht. Da kriegst du nichts. Kannst du vielleicht in den unteren Arenen, kannst du noch was mit anfangen, aber später, das ist Humbug. Ja, ist Käse. Also, wenn es für euch interessant war, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.